Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge vom Minecraft Adventskalender mit den beiden Kloppen da hinten. Wir haben uns gedacht, als Running Gag fangen wir mal im Rannen an. Oh, Masters so Idee gut. Übrigens, der hat heute wieder seinen guten Lauf, hat er doch. Ja, natürlich. Ich hier bin, denn? Ja. Oh, und wir werden direkt in die richtige Stelle geportet. Oh. Was machen wir denn hier? Drin. Warte, ich helfe dir. Warte, ich helfe dir, dass du drin bleibst, okay? Ja. Okay. Ich glaube bei Lukas läuft. Bei Hansi läuft nicht so. Bei Hansi läuft Schwanzi. Okay. Bei Hansi läuft. Das ist so ein Schaden, hast du da. Da wurde uns erst gesagt, wir machen heute ein Quiz und dann leben wir hier auf einmal im Urwald. Sind ja, das ist doch schön. Wir können im Urwald Quiz machen. Diese Stars. Nee, ah, wir sind wieder zurück. Oh, da sind wir doch schon wieder. Natürlich. Okay. So, wir sind jetzt hier wieder in der Quiz. Ja, das kennen wir ja schon, ja? Ja, die kennen wir ja schon aus der. Weiß ich gar nicht, aus welchem Tag. Ja, weil die so Geld, sexy ist. Ich geh mal auf deinen Stuhl, okay? Ja. Geh mal auf deinen Stuhl. Boah. Mein Stuhl, da willst du besser nichts mit zu tun haben. Ich bleib, mit deinem Stuhl stecken. Wie war das? Wohnung voll, ne? So, können wir anfangen. Aua, Alter. Will ich sagen, nicht mich abschießen, ich hab kaum Leben. Ja, okay, können wir? Ja, können wir. Okay. Die erste Frage ist, jetzt muss ich kurz rausholen. Achso. Oh ja, hol raus. Hol ihn raus, ja. Hol dir mal wieder gerne raus. Und zwar, seit wann gibt es den Adventskranz? Jahrhunderte, also ich nehme das Jahrhundert an. Ich glaube. Oder so. Nee, und damit hat Skate gewonnen, es war das 18. Jahrhundert. Oh ja, der Skate schon wieder. Seit jetzt hat er den ersten. Hat er wieder einen Punkt, der Arsch, ey. Guckt euch das mal an. Ey, jetzt ist er auch noch im Hör auf mich zu schlagen, Junge. Hör auf mich zu schlagen, Junge. So macht man das. Fetter Junge schlägt fetten Kompan. Boah. Okay. Schlägt das wieder. Nächste Frage. Okay. Das ist noch nicht beendet, das Thema. Bei welchen Weihnachtsplätzchen sagt der Name nichts über die Zutaten aus? Ich hab recht, oder? Nein, ich hab recht. An Pfefferkuchen gedacht. Bei Kids ja, weiß man nicht, was drin ist. Mutzenmandeln sind da auch keine Mandeln drin. Aber Ausstecherlädt, da weiß man noch nicht, was da drin ist. Ihr könnt mich alle mal wissen. Also alle keine drei, ja, so auswählen. Ja, dann machen wir halt noch eine. Wofür? Also dann wir machen ja nur 6 Fragen. Habe ich ja wahrscheinlich, 6 Fragen habe ich nur vorbereitet, aber ich hatte 6 eine nette Ausgleichsfrage, mit der ich eigentlich anfangen wollte, um euch zu zeigen, wie ein Quiz funktioniert. Das war die jetzt. So. Wofür steht das Wort Yule Club? Was für ein Ding? Was? Wofür steht das Wort Yule Club oder wie wird es bei uns genannt? Was? Judenclub? Vor allem richtig schlecht geschrieben. Ich hab mich aus Versehen. Jul? Was ist ein Jul-Club? Ist das irgendwie so ein also Club auf dem Arm? Hatte ich's richtig? Kann sie? So. Also, wer hat denn schon geantwortet? Also, bei mir fehlt noch Skate. Ja, ich google das gerade. Oh. Du bist so richtig Krampe, Alter. Du googelst das nicht ehrlich. Doch, aber nicht mal hier steht, was ich. Ah, hier hab ich's. Das ist doch scheiße. Okay. Das Geld ist disqualifiziert? Nein, der macht noch mit, komm, sag mal. Nee, der Weihnachtsgeschenk. Was macht man denn in Weihnachtsgeschenk? Denk mal nach. Was macht man da gegenseitig so jetzt nicht? Oh, Moment mal, Wikipedia sagt, dass Julkab Weihnachtsgeschenk heißt. Hä? Nein, Wikipedia sagt bei mir, Oberbegriff ist Geschenk. Ja, Bedeutung, Kleinigkeit. Ja, und Jürgenklapp wird als Wichtel bezeichnet. So. Ach so, okay. Mach dein Podest kaputt. Kriegt keiner einen Punkt. Kriegt halt keiner einen Punkt. Geht gleich hier Punkt Abzug. Dann hab ich ja wieder gar keinen. Wie geil. Willst du etwa noch unter Fixland oder was? Trash-Kalender, ahoi, Alter. Oh, das war so geil, wenn Lukas sagt, okay, weiter geht. Abzug. Bist bereit. So, also, warum wird bei den Amerikanern. Hallig. Warum wird bei den Amerikanern Weihnachten als, also Christmas, auch oft als Xmas genannt? Weiß ich wusste das mal. Ich auch, aber ja, wieder Google, mir fällt da gerade nichts ein.
Ja, davon noch zweimal. Man hört Skate. Ja, komm, antworte zweimal. Wir sind nur drei Leute. Ihr dürft so oft antworten, wie ihr wollt. Ja, na du. Das weißt du, oder? Jetzt fragt ihr die Freundin irgendwie. Ah. Same as I do. Weil man so ausspricht. Naja, Xmas ist das gleiche wie Christmas. Nur man spricht es halt so aus, oder? Was ist da unten? Durch den Strumpf, so. Durch den Strumpf. Weiß ich doch. Also weiß keiner? Okay. Nein. Naja. Es ist, weil Christus im Griechischen Chi und das sieht halt aus wie ein X und deswegen wird so genannt, ihr seid alle schlecht. So. Alter. Woher sollen wir eigentlich das denn wissen? Alter. In welchem Jahrhundert wurde der Weihnachtsbaum aufgestellt, der erste Weihnachtsbaum aufgestellt? Hat man das nicht vorhin schon? Nein, das war mit dem ersten Adventskranz. Das ist ein Unterschied. Der Weihnachtsbaum, ja, null, oder? Ja, er ist uns Jesus geboren als Symbol. Na klar, hallo, kennt ihr nicht die Modded? Ja, doch nicht im Jahr 0 stand doch noch nicht der erste Weihnachtsbaum. Da hat man doch noch gar kein Weihnachten gefeiert. Davon liegt mein Geldbeutel. Willst du zahlen? jetzt ist seine Pizza angekommen. Der Max hat nämlich gerade eben Pizza bestellt. Yeah, meine Pizza kommt. Jetzt schickt er seine Olle bezahlen. Ja, natürlich. Okay, nächste Frage, Leute. Ich muss Pizza essen. Ja. Halt, stopp. Ja, dann komm, dann antwortet mal. Ich hab doch nur geschrieben. Ja, du, ach so, aber warte. Ja, Skate ist damit richtig dran und zwar. Nee, oder? 1521. Boah! Lol. Das ist so ein Arsch, Skate. Skate ist so krass am Cheaten, Alter. Warte, so krass am Cheaten. Wann war das 1521? So, warte, ich bin näher dran. Ohne Spaß jetzt. Ich gehe dann die restlichen Fragen einfach auch durch. Die sind ja nicht mehr viele. Wie viele Tage dauert die offizielle Weihnachtszeit? Drei. Falsch. Nein, länger. Offizielle Weihnachtszeit. Nein, länger. 24, nein, die geht länger. Warte mal, die müsste. Ach, man darf ja öfter. Nein. Man darf ja öfter antworten. Die offizielle Weihnachtszeit. Ja, 273, oder? Um genau zu sein. Na klar. Warte mal, jetzt bräuchte man. Hallo, wenn du Ostern dazu rechnest. Nein, warte, meinst du das die ist Weihnachts- ja nicht Weihnachten? Meinst du die Weihnachtszeit oder die Ostern zu Weihnachten dazu? Warte, halt, meinst du. Halt einmal die Fresse jetzt auf zu lachen, Junge. Meintest du die Winterzeit? Also, nein, wie viele Jan Tage Winterzeit? Die offizielle Weihnachtszeit. Die Jan-Winterzeit? Ja, also ich wüsste jetzt nur, wann die Winterzeit gestartet ist. Also ihr wisst es nicht, die Weihnachtszeit fängt bei Weihnachten an und hört bei drei Heiligen auf, das sind 13 Tage, ihr seid schlecht, so weiter. 13 Tage Weihnachten? 13. So, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. 13 Tage hab ich vorher reingeschrieben, 13. Ja. Ohne Spaß. Okay. Wie könnte man Advent übersetzen? Beachtet dabei, dass dies zwar ein griechisches Wort war, aber dennoch lateinisch übersetzt werden kann. Komm, Antwort. Adventikus. War die vorletzte Frage. Guck mal, Advent. Ed brennt. Advertisement. Skate, du musst es auch übersetzen. Also ich möchte die deutsche Übersetzung hier haben, ne? Ja, Werbung, total, so sieht's aus. So, Freaks, was sagst du? Ja, okay. Und was sagst du da hinten? Ich hab doch schon geschrieben. Ich hab noch ein halbes Herz, jetzt hör mal auf damit. Ja, ist gut. Nee, weil heißt Ankunft und Anreise. Okay. Ja, das war klar, jetzt, da ist wieder einer mit jetzt möchte ich, ihr kriegt derjenige, der es richtig macht, kriegt 3 Punkte und der es zuerst reinschreibt. Nein. Und ich möchte die Namen richtig haben. Bei mir leckt das Server schon wieder. Ja. Wir fangen jetzt nicht an, hier wieder die Regeln zu verdrehen, weil ich einmal Punkte hab. Vergiss es. Nein, ja, komm, es sind 3 Punkte sozusagen, es sind 3 Fragen. Go. Mir egal. Also ihr müsst es reinschreiben und wenn, also es gibt pro richtig erratenen einen Punkt und der es als erstes macht, wird auch zuerst beachtet. Die Punktegebung sage ich dann nachher, okay, also okay. Wenn ihr es nicht verstanden habt jetzt. Wie heißen nochmal die 3 heiligen Könige? Oh Gott. 3 heilige Könige? Schon mal falsch geschrieben? Scheißegal. Nein. Balthasar. Hey, bei mir steht gar nichts im Chat, das ist ja... Doch, hä, bei mir schon. Jetzt schon, ja. Und wie heißt der andere? Matthäus. Und Lothar. Nein. Also den Lothar. Und dann also noch? Skate kriegt schon mal einen Punkt für Balthasar. Ja, ich habe Balthasar und Kaspar geschrieben. Ja, Kaspar kriegst du dann den Punkt und jetzt will ich noch den letzten. Oh, wie heißen die? Alter. Deine Mom. Alter. Junge, Alter, dass ihr das nicht wisst. Alter. Und. Kachbar.
Balthasar, Kasper und Kachma. Irgendwas mit Jo Kachma oder so. Jo, naja, geht. Nein, Jo, ja, total. Wisst ihr nicht, soll ich auflösen? Warte, warte, ich weiß es. Joachim. Ja, du brauchst auch nicht deine Freunde da hinten fragen. Ja, Melchior. Ja, Melchior, aber Melchior. Leider scheiße falsch geschrieben. Warum hat ja, die keinen richtigen halt. Namen? Würde ja, der schreiben, ich will denjenigen, der ja, ist hallo, ja, wir richtig. Könnten doch, wir hätten doch Balta, Kachba und Joachim oder Kachba und Joachim. Ja. Hätten sie den mal kennen, Justin? Kachba okay. Und Joachim. Da war die Challenge, Punkte starten mal kurz eben. Max hat 32 Punkte. Yay! Freaks hat 16 Punkte. Ja. Kevin, Justin und Josef. Und Skate hat 19 Punkte. Oh man, okay. Nee, gut, okay. Dann Wie viel hat Max? Max hat 32 Punkte. Alter, was? Das ist ja ekelhaft. Wo ich so viel Scheiß geschrieben habe. Naja, ja, das, das kann man jetzt nicht dadurch. Ja, ja klar. Okay, dann, gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Dann auch schon wieder. Der gehört geschlagen, Alter. Bis dahin. Der ist jetzt auch mal Pizza, die Nutte. Der ist jetzt hallo, lecker. Könnt ihr mich vielleicht mal hier aus dem Backofen schmeißen? Nächsten Part, bis morgen, haut rein, bis dann. Tschüss. Genau, tschüss. Wie auf